Hallo ihr Lieben, heute möchte ich gern einen Zuschauerwunsch erfüllen, nämlich wurden sich Plätzchen für Diabetiker gewünscht. Das habe ich noch nicht gemacht und das habe ich direkt ausgenutzt und möchte hiermit diesen Wunsch erfüllen. Ich hoffe, die kommen gut an. Ich habe diese Haferplätzchen gebacken und die sind komplett ohne Zucker. Zum Süßen habe ich alleine nur Rosinen genommen und Süßstoff. Also vielleicht für den einen oder anderen auch eine gesunde Alternative zu den Zuckerplätzchen. Ja, als erstes müsst ihr die Rosinen einmal klein hacken. Das ist einfach besser, damit ihr nicht so eine riesige Rosine pro Plätzchen habt und sich die in den Plätzchen einfach besser verteilen. Dann habe ich die Haferflocken mit dem Mehl und dem Backpulver einmal in einer Schüssel gemischt und habe dann alle restlichen Zutaten dazugegeben und untergehoben. Bei der Margarine ist wichtig, dass die nicht kocht. Also ich habe die in der Mikrowelle geschmolzen. Ihr könnt das auch über dem Wasserbad machen. Einfach nur so lange, bis sie geschmolzen ist und nicht heiß wird. Das waren bei mir in der Mikrowelle jetzt 30 Sekunden. Ja, wie gesagt, dann alles in eine Schüssel und das knetet ihr dann einfach so lange unter, bis sich alles gut verbunden hat. Als kleinen Tipp, wie die noch leckerer werden, wollte ich euch noch eben sagen. Das habe ich hier in dem Video jetzt leider nicht gemacht, aber ich würde an eurer Stelle die Haferflocken, bevor ihr das verarbeitet, nochmal anrösten. Und zwar gebt ihr die Haferflocken einfach in eine beschichtete Pfanne, gebt einen Esslöffel Öl dazu und lasst das bei mittlerer Hitze ungefähr für 5 Minuten anrösten. Ihr werdet nicht sehen, dass sie angeröstet sind, aber ihr werdet es irgendwann riechen. Und sobald ihr riecht, dass die angeröstet sind, dann nehmt die einfach vom Herd, lasst die auskühlen und stellt die so dann zum Plätzchenteig her, wie ich das gemacht habe. Das gibt nochmal das gewisse Etwas. Dann habe ich mir einen Teelöffel genommen und habe mir kleine Portionen, das war etwas weniger wie eine Walnussgröße, und habe mir Kugeln geformt, die auf dem Backpapier gegeben und leicht angedrückt. Nach dem Backen setze ich die Plätzchen sofort auf ein Abkühlgitter und dann sind die auch schon fertig. Puderzucker spare ich mir an dieser Stelle, denn es sollen ja Diabetikerplätzchen sein. An dieser Stelle möchte ich noch den Arbeitskollegen von meinem Bruder grüßen aus Österreich. Ganz, ganz liebe Grüße. Dieses Video ist nur für dich. Du hast es dir gewünscht. Ich habe dein Feedback erhalten, dein positives. Vielen, vielen Dank. Und ja, ich hoffe, dir gefällt's. Ich hoffe auch, euch anderen gefällt's. Probiert's gerne mal aus. Ist mal eine gesunde Alternative auf jeden Fall zu den zuckerhaltigen Plätzchen. Das war's schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!